So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich vorhatte. So gar nicht. Ah ja, Tierfarm. Ah, Eisen. So. Eisen organisieren. Runter. Und weiter runter. Da haben wir schon das Eisen. Welch grandiose Aktion! Ohne unnötiges Blutvergießen. Zwar ist er tot, aber ich glaube, Creeper haben gar kein Blut. Weil sie von Angst und Hass angetrieben werden. Weiß man ja, weiß man ja. Jetzt haben wir ordentlich Eisen hier. Also noch ein paar andere Spots, die wir jetzt ganz fix abklappern. Das Eisen. Oh, richtig. Für 6. Wow. Und nie wieder arbeiten. Wir machen die nächsten 20 Folgen. Let's enjoy. Und dann sitzen wir einfach nur die ganze Zeit in unserem Haus. Das ist ein Format. Das ist das Leben genießen, ne? Genau, wir brauchen Eisen, dann machen wir die Tierfarm, weil wir dann was bauen müssen. Und dann machen wir weiter. Das ist unser, sind unsere angepflanzten Erzeugnisse, angepflanzten Rohlebewesen dann auch bereit zur Ernte. Need brauchen wir nicht. Oder ist noch mehr Eisen? Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und der Bauer. Sonst geht hier noch wieder hoch. Und dann wieder da hinten runter zu gehen. Beste Idee aller Zeiten. Okay, Kohle brauchen wir auch. Unsere Öfen laufen trocken langsam. Alles brauchen wir alles hier. Und Fackeln brauchen wir auch bald wieder. Alles. Und Eisen haben wir auch noch hier wieder. What a time to be alive. Puh, tot. Ne? Okay. Ah ja, Texture Pack, Texture Pack, nicht Texture Pack. Hatte ich mir auch überlegt, mir eins noch wieder zuzulegen. Ding ist, was ich gerne habe, ist, dass es bei allen gleich aussieht. Also, besonders auf Multiplayer-Servern habe ich immer ohne Texture Pack gespielt. Aus dem einfachen Grund, dass, wenn man das im Hauptmaterial baut, im Grundmaterial, und es da gut aussieht, sehen es die meisten auch als das und nicht. Ist, was ich meine? Ah, wie beschreibe ich das? Dann sieht es vom Prinzip her für alle gleich aus und nicht nur in dem einen Texture Pack sieht es dann voll geil aus, weil der eine Block auf einmal anders aussieht. Ja.
Und weil es natürlich vom Spiel so ein bisschen auch so wahrscheinlich angedacht ist. Alter, wie viele Dreckscreeper sind hier? Ernsthaft. Also viel Eisen. Eisen. Und auch gar nicht alles verwenden. Unmengen, sage ich euch. Das waren, ist jetzt locker ein Vorkommen von mindestens 200 Eisen hier. Ja. Mindestens. Probieren wir noch. 12.000 Kohle. Das sind keine Übertreibungen. Ich sehe die Welt so. Gnadenlose Selbstüberschätzung und auch Überschätzung von anderen. Große Stärke von mir. Große Stärke. Also ein Zombie, der aufmuckt hier. Das kann man ja auch nicht angehen. Oh nein, Enderman. Vielleicht gehe ich auch erstmal wieder hoch. Ich meine, ein bisschen haben wir jetzt ja gesammelt. Kohle und Eisen. Gute ist, die Gänge, die wir bisher gesehen haben hier, sind recht linear und oder haben wir linearer gemacht. Deswegen ist der Weg zurück eigentlich immer recht einfach zu finden bisher. Kann natürlich noch viel schlimmer kommen. Möglich. Rennen. So, ab. Vielleicht bauen wir uns auch immer ein Schienennetzwerk. Ja, aber noch nicht. Wäre das sowieso eine Redstone und so. Okay, gerade steht irgendwas. Ich habe so aus dem Augenwinkel. Das ist nur die Blume. Es ist nur die fucking langweilige Blume. Fuck Ordnung. Hier, ich habe meine eigene. Da wird unser. Wenn wir als Agrarmogul in die Geschichte eingehen. Oh, das Ding müssen wir auch mal fertig bauen, ne? Arme noch. Okay, auch schnell. Haben wir überhaupt noch Steaks? Ja, haben wir noch. Sehr schön. Aber manchmal. Weil wir es gerade haben. Zwei nehme ich denn mal mit. So. Kann ich eigentlich noch mal ein paar Zäune herstellen? Und glaube ich ein paar Fackeln. Gefeit für den nächsten Tag. Wir gehen schlafen. Mit einer Schaufel in der Hand. Yay! Tag. Wir begeben uns. Oh, Enderman. Ich wusste nicht, dass so ein Enderman hieß. Hau ab. Hau ab. Okay, die sind noch nicht so weit. Die sind noch nicht so weit. Wir müssen eh noch bauen. Oh Gott. Wo ist er?
Oh Gott, da hinten. Okay. Wenn er sich nicht in unser Sichtfeld drängt, wird man eigentlich kein Problem haben. Frag mich dann, auf was, über was wir hier. Machen wir hier Stein rüber oder machen wir auch Erde rüber? Ich glaube, Erde ist sinniger. Gucken wir besser aus nachher. Oder so eine Mischung aus beidem. Ich weiß es noch nicht. Kabel. Ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt machen wollen damit. Erstmal haben, ne? Haben, haben, haben. Finde ich auch interessant. Also dadurch, dass ich es jetzt auf YouTube stelle, haben wir ja letztens irgendwann mitbekommen, dass YouTube nochmal schärfer verweist auf die allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn die Themen nicht dementsprechend, was die YouTube-Verantwortlichen für angemessen halten, wird das natürlich dann entfernt, was ich glaube ich für viele, viele wirklich schwierig wird. Besonders denn, ich stelle mir gerade so vor, Liv-Lloyd meinetwegen, der wirklich News hat und irgendwo natürlich auch selber Meinung dazu bezieht. Das wird ja dann nur noch runterrattern von News sein und oder nicht mal, wenn die Zuständigen nicht mal unbedingt damit jetzt konform gehen. Aber es ist nicht. Es ist schon irgendwo mein Bier auch. Weil ich ja auch hier Content hochlade. Ich gehe jetzt zwar nicht spezifisch auf irgendwelche politischen Themen oder ähnliches ein, aber. Es ist schon. Also das Ding ist, es stand vorher in den AGBs wohl schon drin, meinte ein Kollege zu mir. Ich hab mich damit eigentlich noch fast gar nicht auseinandergesetzt. Deswegen kann ich momentan eigentlich fast auch nichts dazu sagen. Aber natürlich ist es irgendwo so, wenn eine Plattform schon die Möglichkeit bietet, Leuten eine Grundlage für sowohl Monetarisierung als auch eigenen Content zu präsentieren, muss natürlich auch damit gerechnet werden, dass Zensur in gewissem Maße auch eine Rolle spielt. Das muss man ja schon sagen, ne? Also, dass man nicht einfach alles hochladen kann, was man will, sondern eigentlich nur durch diese Verschärfung jetzt allerdings sehr viel Kontroverse aufgetreten ist. Naja, bin gespannt, was noch passiert und mache hier fröhlich weiter, bis jemand mir erzählt. Geht aber nicht. Du kannst nicht über Minecraft reden, als wäre das ein Spiel. Ungefähr. Oder über dies oder das. Ich weiß es ja auch noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie das durchgesetzt wird, weil das müssen ja deutlich höhere Mitarbeiterzahlen werden, wenn die sich damit befassen sollen. Und das auch wirklich komplett in jedem Maße durchgesetzt werden müsste. Sollte. Ja. Es gibt ja schon Leute dafür. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die den ganzen Tag YouTube-Videos gucken. Oder wie genau es läuft. Ob die ein Programm haben, was bestimmte Keywörter aus den Aufnahmen direkt rausfiltert. Oder sehen kann, was es filtert. Das ja nicht. Aber die direkt Möglichkeit haben zu sehen. Er hat aber jetzt hier was Böses gesagt. Hier, Pegida oder so.
Ja, okay. Oh. Das darf ich nicht sagen. Pegida ist. Ja, ich hätte es nicht im gleichen Satz sagen müssen, das mit Böse und Pegida. Einfach, ja, es wird irgendwelche Triggerwörter geben, die Leute dazu veranlassen, sich direkt beleidigt zu fühlen und oder so zu fühlen, dass sie meinen, ihre Meinung wird nicht rechtmäßig vertreten. Ja, schwieriges Thema. Ja, das liegt dann wirklich nur an dem, was man sagen kann, darf, nicht. Natürlich hat man irgendwo natürlich ein eigenes Verständnis dafür, was passend ist oder was nicht passend ist. Und wenn man sich extremen Meinungen hingibt, gibt es bestimmt auch andere Formate als YouTube, die in der Form dazu präsentieren. Aber hey, gucken wir mal, was passiert. Nee. Ich sehe halt nur wirklich Probleme für manche YouTuber, ne? Die schon recht viele wahrscheinlich Zuschauerzahlen, Abozahlen und ähnliches haben. Dass die irgendwo dann beschränkt sein werden und sie nicht mehr in dem Falle komplett ausleben können, wie sie es vorher gemacht haben. Muss nichts Negatives sein. Aber das hat man ja momentan ja sowieso oft, diese. Jeder ist von jedem angegriffen. Fühlt sich von jedem angegriffen. Das darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen. Ist momentan ein bisschen kontrovers alles. Dadurch, dass auch das Internet jedem, sag ich mal, eine Stimme gibt. Und man auch im Internet auf so viele Persona trifft, dass es auch von irgendwem gehört wird. Und damit weitere Bestätigung für die Person kommt, das weiter zu tun, was er macht und oder auch in der Meinung bestätigt werden zu werden, die dann ja durch mehr Leute noch weitergetragen wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das sich noch alles, wie das noch wird. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht einschätzen. Schwierig. Aber das soll ja auch so ein bisschen hier entspannend sein. Muss ich ja auch nicht über alles sowas Fortgedanken machen. Und so viele Themen, politische und ähnliches, werde ich nicht unbedingt anreißen. Und wenn, dann natürlich nur auf oberflächlicher Basis. Um natürlich auch das Format hier so ein bisschen zu wahren. Ohne, dass es jetzt negative Konsequenzen auf mich und oder Zuschauer haben könnte. Ja, also es gibt schon eigentlich viel zu vieles, über das man noch reden müsste, könnte, sollte, würde, hätte, könnte. Trumpf ist sowieso Trumpf. Ich würde sagen, lassen wir alles mal auf uns zukommen, ne? So, bauen wir das jetzt hier mal so, ne, ich weiß nicht. Die Richtung. Können ja immer noch hier erweitern. So. Blöder Fehler gemacht hier. Ja. Okay. Zack.
Wir brauchen ja, okay. Wir brauchen auf jeden Fall ja, Zäune nicht unbedingt, aber die Tore, ne, für die Zäune. Würden wir hier einen hinbauen oder so? So, zack, zack. Zack. Was ist das denn? Ach, das sind Bewohner, ne? Zombie, Dorfbewohner. Good night, World. Wir sehen uns morgen. Morgen. Jetzt. Ah, das Knacken der verbrennenden Zombies im Morgenlicht. Ja, komm her, verbrenn dich. Wieso brennt er nicht? So, das können wir hier auch gebrauchen. Überall eigentlich. So. Zäune. Haben wir ja genug. Nee, weiß ich noch nicht. Gucken wir gleich. Ah, 20 könnte knapp werden, ne? Das könnte sehr knapp werden. Das wird nix. Das wird nicht. Wenn es knapp ist, es wird nichts. Oh, dann können wir aber allerdings hier den Baum so ein bisschen croppen, um uns ein wenig Holz zu beschaffen für die Zauntore. Bin nicht allzu sehr zerstören. Ne? Muss natürlich irgendwo seine Form behalten, weil ich ihn eigentlich vorhatte, hier als Deko weiter stehen zu lassen. So. Zwei Tore reichen erstmal. Ne, wir brauchen mehr. Ich brauche mehr. Zack. Sechs. Ja, weil wenn wir hier die Trennung machen von den Tieren. Ah, klar, die Zäune. Bong. Ja, wir brauchen noch mehr Zäune. Also, ja, die Gehege einzeln machen. Ne? Zack. So. Hier so ein Zäunchen. Hier die Fackeln. Fackel. 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 Nicht schön, aber selten. Okay, für Schafe und so brauchen wir auf jeden Fall Rasen. Weil die ja sonst keine Wolle mehr kriegen, geben mehr. Weil die fressen ja das Zeug. So. Gut, 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 gut. Oh, hier kommen denn. Hier packen wir die Schafe rein. Dann haben wir da direkt. Brauchen wir hier nur Erde reinpacken. Und das bewächst selber. Schweine und Kühe jeweils. Eher mehr Kühe als Schweine. Kühe habe ich allerdings noch gar nicht gesehen. Und Hühner.
Ja. 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 Bescheid. Bin ich mir selber hier noch nicht so sicher. Wohin? Mit den Dingern? Wir können ja erstmal hier. Solange wir keinen. Die können wir auch sonst mit den anderen dazu packen. Solange wir sowieso noch keine Kühe oder ähnliches gesehen haben, sondern bisher nur Schweine, Schafe und Hühnchen, macht das ja eigentlich nichts. Wenn wir erstmal ein Gehege nur für die. Ohne. Also alle Gehege bisher belegt hätten, ohne die Kühe jetzt direkt in Aussicht zu haben. Das wird so schön, das wird so schön.